Tja, das heute jetzt hier um das Becken wieder von Tetra. Das 30 allein, das ich euch mal schon gezeigt habe, bleibt es ja im Video. Ich kann es ja nochmal verlinken, wo ich es aufgebaut habe. Das müsste jetzt Januar her sein. Ich glaube, es ist Januar, ja, 3-4 Monate, was es läuft. Ja, jetzt habt ihr gesehen heute, um was es hier geht, um das Becken. Da könnt ihr mir heute mal so ein bisschen über die Schulter schauen, wie ich an das Becken jetzt arbeite, was ich da verändere. Erstmal herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Thorsten. Das ist mein Kanal, Thorsten und seine Welt. Ja, das Video, das ich jetzt euch jetzt zeige, das hatte ich ja schon dann, haben wir so Mitte April abgedreht, aus dem einfachen Grunde, weil ihr ja wisst, mittlerweile, ich habe ja da so eine kleine Pause in dem Augenblick, wo ich zu Reha gehe. Und dann möchte ich so ein bisschen, dass er zumindest Samstag immer so ein bisschen am Ball bleibt auf meinem Kanal. Und dass ich das jetzt so ein bisschen splitten konnte dadurch und dann dementsprechend nicht so viele Videos euch bringe in der Woche. Denn wie ich schon mal beim Video erwähnt hatte, ist es ja nun mal im Sommer so, ihr seid viel draußen und dementsprechend ist die Aquaristik da so ein bisschen out, will ich nicht sagen, aber halt nicht so firm, also hat man nicht so auf dem Bildschirm. Ja, jetzt nehme ich euch mal mit rüber wieder. Wir müssen hier ein bisschen was vorbereiten. Und dann sage ich mal so ein bisschen, ich gucke mir erstmal an, was ich vorhab. Mal drin, ja, zeige euch mal erstmal so ein Handtuch dahin. Das könnt ihr halt mal von oben angucken. Das war nicht so lustig eben. Könnt ihr mal von oben angucken. Wir sehen jetzt selber hier so mittlerweile die ganzen Stängelpflanzen, wie die jetzt hier hochkommen. Und bei so einem kleinen Becken müsst ihr immer so ein bisschen auch einberechnen. Ihr habt da oben halt eine Lichtquelle, die halt begrenzt ist. Ne? Wir sehen hier schöne Blätter. Das hat jetzt auch mit dem Dünger zu tun, den ich gerne umgestellt habe. Aber da kommt ja noch mal ein anderes Video drüber, über Dünger-Video. Und ich hoffe, dass ich das so ein bisschen drehen kann, wenn ich dann wieder von der Reha zurück bin. Dann starten wir ja weiter mit einem anderen Dünger. Aber darum jetzt geht es gerade nicht. Ne? Und ihr seht, meine Überlegung war, ich habe ja hier noch die Lotus drin. Seht ihr die hier? Oh, ich weiß ja nicht, der Name. Na, Name ist immer gut. Ich habe mir da so ein Zettelchen gemacht. Aber ihr wisst es selber, ich lege mir einen Zettel hin, meine Frau kommt hier rein, hat Staub gewischt und schon ist es weg, das Zettelchen. Na gut, okay, wir gucken uns die am besten mal von der Seite an. Hintergrund läuft mein PC. Die Blätter finde ich hier schön, gerade. Und eigentlich wollte ich sie ja draußen haben im Becken. Aber mittlerweile bin ich so gesagt, hier habe ich ja noch mehr Knollen. Die brauchen wir auch nicht einpflanzen. Die Knolle lässt da einfach so ein bisschen im Wasser runterfallen. Wie sieht man das hier so ein bisschen? Hier sind die Knollen und die Pflanze selber, die Lotuspflanze, kann man hier am besten sehen. Die bildet denn hier so gesagt jetzt Wurzeln. Ne? Und durch die Knolle vermehrt die sich ja. Aber da so weit sind wir noch nicht mit der Vermehrung. Da mache ich mir auch so ein bisschen einen Kopf drum. Aber mittlerweile sehen wir ja nun wirklich, dass das hier alles so ein bisschen eng wird. Das heißt, wir müssen da so gesagt reagieren. So, und jetzt ist meine Überlegung, wir wissen ja bei der Stängelpflanze, desto tiefer man setzt, wenn ich sie jetzt hier unten abschneide, sollten sie ja wieder hochkommen. Aber meine Erfahrung ist immer, desto tiefer ich sie abschneide, hatte ich schon oft gehabt, dass sie das dann nicht geschafft hat, nach oben zu kommen, weil wir ja hier oben wieder Beschattung haben. Aber ich möchte ja den Buschel von der hier, Name werde ich euch wieder einblenden, ihr wisst ja, da gibt es ja viele Namen, da gibt es ja schon so einen Spitznamen bei der Pflanze. Man sieht es immer nicht so doll, doch jetzt kommt die Belichtung. Und da ist meine Überlegung jetzt, wie man den Stängel hier runter. Und zwar haben wir hier ja die Kreuzung, sagen wir mal so. Und deswegen schneide ich es erstmal hier ab. Ja? Und dann kann ich mich später immer noch so ein bisschen entscheiden,
um hier in diesem Becken mehr Licht reinzukriegen. Ne? Wir gucken uns das gleich natürlich auch das Ergebnis an, was ja dann in dem Fall ja auch sehr wichtig ist. Denn auch so gesagt, ist ja kein Aquascape, aber auch das Becken hat sich mega gut gemacht. Also ich bin da fast der Meinung, von allen Becken läuft das im Augenblick. Wir machen das hier wieder an so eine Blattwurzel, dass wir da nicht Probleme kriegen. Und dann setzen wir das einfach mal hier unten rein, vorsichtig. Ich hätte das ja jetzt auch wieder mit meinem speziellen Ring machen können. Ne? So, jetzt haben wir hier die eine auch noch. Ihr seht, und dann mache ich genau dasselbe. Ne? Ja, das Becken macht sich gut, muss ich sagen. Von der Beleuchtung her passt es. Könnte stärker sein, aber man kriegt es halt immer, wenn man so ein Hersteller ist, nämlich an von so einem Lampen oder so eine Lampe mit reinsetzt, da bleibt dann immer so ein bisschen. Hier seht ihr jetzt mal, wollte ich euch mal die eine Lotus hier rausholen. Und ich hoffe, man sieht es jetzt noch besser. Und hier seht ihr genau, hier ist die Knolle und daraus kommt dann die Pflanze selber und die bilden sich dann so eine sogenannten Wurzeln. Jetzt werde ich die aber hier mit, oh, am besten man setzt sie immer so rein, wo sie war, in dieser Richtung, ne? Das macht sich immer am besten. Ist natürlich durch die Bussifalandas hier ein bisschen eng geworden alles. Bei der ganzen Geschichte, ja, und Düngen tue ich da immer noch mit dem Dünger, wo ich den Test schon gemacht habe. Ich zeige euch halt nochmal, dass ihr den mal so ein bisschen auf dem Schirm habt, aber die schon gesagt, ich habe den mir alleine gekauft, aber ich wollte ja euch bloß mal das Produkt zeigen. Es gibt natürlich immer neue Produkte, alte Produkte, die sich schon bewährt haben auf dem Markt, die dann so immer sagt, so für allgemeine Becken denn sind, da muss man immer so ein bisschen aussortieren und da kann man auch nicht sagen jetzt unbedingt, deswegen halte ich mich da immer so ein bisschen bedeckt, weil die Dünger auch bei den Tests, den ich gemacht habe mit diesem Dünger, immer so ein bisschen bedeckt, weil ja jeder Aquarianer hat ja einen kompletten anderen Anspruch an deinem Becken oder beziehungsweise jeder sieht es anders. Ne? Wir haben Aquascape als Hollandbecken und da jetzt mit diesem Dünger jetzt jeden zu erreichen, oh, muss ich mal kurz hochheben, und zwar dann jeden mit diesem Dünger zu erreichen, ist natürlich dann auch dementsprechend nicht einfach. Ne? Und hier auch da noch habe ich ja hier auch ein Bananenblatt drin, noch den Rest davon. Ja, hier oben überlege gerade, naja, man muss dazu sehen jetzt hier, dass wir so eine, wir haben eine effektiv kleine Grundfläche oben und wenn wir jetzt hier anfangen, das so ein bisschen bedeckt immer wieder, müssen wir darauf achten, dass wir oben die Wasserfläche freikriegen. Ja. Denn Licht ist ja wichtig bei Pflanzen, das wissen wir ja. Das haben wir ja mittlerweile schon gelernt bei den ganzen Becken bei mir, dass wir mit Licht eine Menge machen können. Und wir haben jetzt durch den einen Schnitt alleine schon, haben wir hier ein komplett anderes Bild wieder im Becken. Ne? Und hier ist es natürlich der Vorteil beim Rundbecken, habt ihr bestimmt schon öfters mal gesehen, auch gerade bei einem Quallenbecken, hat man immer die Optik, wenn man reinschaut, hier in der Ferne und durch die schwarze Folie, kann euch schon mal zeigen, wie kann ich das euch so ein bisschen besser rüberbringen. Durch die schwarze Folie haben wir hier natürlich eine Tiefenwirkung durch das runde Glas vom Feinsten. Also das, man sieht, also wenn man jetzt so nur im Becken so reinschaut als Betrachter, ich sehe da hinten kein Ende. Ne? Also man guckt rein und hat eine wahnsinnige Tiefenwirkung. Und deswegen könnte ein richtig schöner Aquascaper, der das so schön drauf hat hier, vielleicht auch mal ein richtig schönes Aquascape machen. Da bewundere ich ja auch immer noch die ganzen Aquarianer, die das so gut drauf haben, so ein Aquascape zu machen.
Ja. Aber wie schon gesagt, das hat jeder macht das sein. Ihr seht jetzt, ich habe hier viele, viele kleine Babygarnelen drin. Und wir werden bei diesem Becken natürlich immer am Ball bleiben, so wie das weiterläuft. Ne? Und ich bin der Meinung jetzt, guckt euch mal die Pflanze an. Okay, die Rotfärbung könnte mehr sein. Okay, denn wir hatten ja bei dem einen Video von mir von draußen gesehen, wie die richtig schön rot geworden sind. Aber die werde ich jetzt in einen anderen Becken reinsetzen. Und da werden wir vielleicht nächste Woche da weiter starten. Ich habe ja so gesagt Problembecken. Aber ich hoffe ja, wenn ich das Video dann wieder online habe vom anderen Becken, dass sich dadurch so ein bisschen das Problem gelöst, sag mal, wie man so nennen kann. Ne? Ja, okay, dann bedanke ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei mir auf meinem Kanal, Thorsten und seine Welt. Abos, dalassen, wisst ihr mittlerweile alle, wie das so läuft, muss ich euch ja einzeln nicht mehr erzählen. Immer, dass man ja denn, wenn einem der Kanal gefällt oder Thema interessant ist, ein Abo da lässt und natürlich fairerweise auch einen Daumen nach oben da lässt. Wenn einem das Video gefallen hat, wenn einem das nicht gefallen hat, dann bitte keinen Daumen nach unten geben unbedingt. Ich mache es bei anderen Videos auch nicht, die ich angucke und das Video gefällt mir nicht, weil ich einfach da fair bin bei und dann damit keine anderen Aquarianer oder beziehungsweise die YouTube haben, da irgendwie negativ zu bewerten. Einfach, ich gucke mir dann das Video halt nicht mehr an oder ich gucke mir den Kanal nicht an, wenn das nicht mein Interessengebiet ist und deswegen bin ich da einfach fair und deswegen gibt es bei mir auf jeden Fall bei Kanäle, die ich auch nicht so gerne schaue, nie einen Daumen nach unten. Also ich mache es effektiv nicht. Okay, dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter draußen. Wir sehen uns spätestens nächste Woche bei mir auf meinem Kanal. Thorsten und seine Welt. Ciao.